Jeden Tag ein neues Abenteuer mit dem natürlich 365-Ticket um nur 629 Euro. Alle Infos auf www.dachstein.at. Die Ferienregion Traunsee-Almtal hat bekanntlich touristisch einiges zu bieten. Hier sind aber auch zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die traditionell stark verwurzelt sind mit der Region und ihren Beitrag geleistet haben, was die kulturhistorische Entstehungsgeschichte betrifft. Und sie leisten diesen natürlich auch nach wie vor. Und genau deswegen fand jetzt bereits zum vierten Mal die lange Nacht der Industriekultur statt. Ich würde sagen, wir verschaffen uns jetzt mal einen kleinen Überblick im folgenden Bericht. Bereits seit Jahrhunderten wird das Salzkammergut von Industrie und Handwerk geprägt. Es ist Teil unserer Kultur und reicht bis weit in die Vergangenheit zurück. Rund 30 Firmen, Museen und Ausbildungsplätze öffnen bei der vierten Auflage der langen Nacht der Industriekultur im Rahmen der Kulturhauptstadt ihre Tore und gewähren einen Einblick in das heutige Industriegeschehen. Neben den Einheimischen interessieren sich auch immer mehr Touristen für den Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Unternehmen. Das ist ja etwas, was man in der klassischen Tourismuswerbung überhaupt nicht erwartet, dass man sagt, ja, es gibt Industriebetriebe zum Anschauen. Aber tatsächlich ist es interessant, weil da sehr viel Tradition, sehr viel Geschichte dahinter ist. Es ist auch sehr imposant, vor allen Dingen einmal einen Blick hinter den Kulissen zu bekommen und diese Riesenmaschinen teilweise anzuschauen. Auch das schwimmende Wahrzeichen von Gmunden, die Gisella, ist Teil der langen Nacht. Sie wurde einst vor der Verschrottung bewahrt, steht heute unter Denkmalschutz und kam damals auch beim Salztransport zum Einsatz. Ob zu Lande oder zu Wasser, wo ein Salz ist, da ist auch ein Weg. Der Weg des Salzes ist mehr oder minder die Klammer bei der Nacht der Industriekultur, weil Salz ist über den Traunsee gebracht worden, früher gerudert oder gesegelt worden und später mit den Dampfschiffen. Und wir möchten das wieder wirklich aufleben lassen, dass das sichtbar ist für unsere Kinder und Enkelkinder. Dampftechnik ist faszinierend. Die Maschine kommt aus Prag, von der Prager Maschinenbau Aktiengesellschaft. Das war eine Tochterfirma der Traunsee-Schifffahrt, weil die Engländer, die ja die Traunsee-Schifffahrt besessen haben, also Joseph John Ruston und John Andrews, waren mehr oder weniger, es war ein multinationaler Konzern. Zum ersten Mal mit an Bord der langen Nacht der Industriekultur ist das Traditionsunternehmen Laufen, 100 Jahre Handwerkskunst am Produktionsstandort Gmunden. Das ist sehr interessant, weil wir hier in Gmunden eine Keramik produzieren, die einzigartig ist, die Saphir-Keramik. Und das ist im Grunde ein Hightech-Material, das ausschließlich in Gmunden produziert wird, weil es unglaublich schwierig ist zu produzieren. Aber wir produzieren es auf eine Art und Weise wie noch vor 100 Jahren im Einzelguss. Und wenn man durch die Produktion geht, sieht man das sehr schön. Und es wird auch sichtbar, wie viel Handarbeit da noch drin steckt. Die vierte Auflage der langen Nacht der Industriekultur lockt tausende Besucher an den Traunsee und gewährt einmal mehr spannende Einblicke in die Welt der Industriekultur der Region Traunsee-Almtal. Einige Betriebe machen jetzt Besucherzentren und sagen, das ist so toll, das kommt so gut an, dass wir das nicht nur bei der langen Nacht einmal im Jahr anbieten, sondern mehrmals im Jahr. Das heißt, da ist eine sehr positive Entwicklung, die da gerade stattfindet. Und ja, das ist gut, das freut uns. Jetzt zu einem historisch gewachsenen Vorzeigeunternehmen in Gmunden. Die Rede ist von Stern- und Haferlverkehr. Da dreht sich jetzt sicherlich gleich alles um die Straßenbahn in der Traunsee-Stadt. Technik, Kultur und Geschichte machen die lange Nacht der Industriekultur zu einem ganz besonderen Event. Die Firma Stern und Haferl in Gmunden hat in der Remise 1894 zahlreichen Bahninteressierten für diesen Anlass ihre schönsten und ältesten Triebfahrzeuge vorgestellt. Ja, wir sind ja schon seit Anbeginn der langen Nacht der Industriekultur dabei, haben jetzt das mehrmals in Forchdorf gemacht und nachdem jetzt ja Anfang des Jahres die Remise so schön neu eröffnet worden ist, haben wir gesagt, hey, müssen wir es da herinnen machen. Dass man da so ein bisschen auch geschichtlichen Flair einerseits mitnimmt, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Modernität, die Traunsee-Tram, die uns jetzt in die Zukunft fährt. Das Besondere daran, wo kommt man sonst dazu, dass man mit so alten Fahrzeugen fährt? Das haben fast nur wir. Der Sommertriebwagen GM100 ist Baujahr 1898. Und der Jugendstil-Triebwagen der GM5 ist Baujahr 1911.
Fahrzeuge besichtigen, näher kennenlernen oder eine gemütliche Runde damit drehen. Und wer selbst einmal hinterm Steuer sitzen wollte, der konnte sich am eigens aufgestellten Simulator versuchen. Ich kann mich erinnern, das war mir immer schon ein Begriff, als Kind schon, Stern und Haferl, nicht? Also vor vielen, vielen Jahren. Und da habe ich gesehen, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit von so einem virtuellen Triebwagen-Fahrertraining. Und das hat mich besonders interessiert. Das Angebot, einen Industriebetrieb näher kennenzulernen, haben viele Touristen, aber auch Einheimische genutzt. Ich bin eigentlich nur wegen der Sonderfahrtheit hergefahren und eigentlich seit vielen Jahren begeisterter Eisenbahnfan bin. Das Unternehmen punktet aber nicht nur bei den Interessierten, sondern auch bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon seit Jahrzehnten ein Teil des Betriebes sind. Man hat alle Möglichkeiten in der Firma, dass man eben aufsteigt, dass man Karriere macht. Und das ist schon das Spannende, dass man immer wieder neue Aufgaben hat. Und wir bilden eigentlich alle Mitarbeiter selber aus, also vom Verschiffer bis zum Fahrdienstleiter, ÖBB-Lokführer. Wir haben eine sehr hohe gegenseitige Wertschätzung, Mitarbeiter, Geschäftsführung, leitende Angestellte. Das muss einfach gut zusammenpassen. Ja, und wir sind natürlich auch ein innovativer Betrieb und da ist es auch wichtig, dass man die Ideen der Mitarbeiter aufnimmt und das tun wir gern. Nostalgische Einblicke in einem familiär geführten Betrieb. Stern und Haferl. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir einen Blick nach Lackkirchen zur MIBA AG. Ein echter Player mit rund 8000 Mitarbeitern weltweit. Ja, was bescheiden in einer Garage begann, feiert bald auch sein 100-jähriges Jubiläum. Spannende Innovationen, hochmoderne Technologien und eine Lehrwerkstatt, die sich sehen lassen kann, lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Rahmen der Langen Nacht der Industriekultur in die Firma MIBA. Was wir einfach hier heute zeigen wollen, ist, was wir in der MIBA machen. Innovationen, neue Produkte, neue Lösungen für Anwendungen unserer Kunden, die den CO2-Fußabdruck senken bzw. teilweise auf Null setzen. Und dafür sind wir da und da machen wir heute unsere Türen auf und unsere Tore auf, um das allen Interessierten zu zeigen. Innovationen werden hier nicht nur umgesetzt, sondern von den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets weiterentwickelt und gelebt. Egal ob für Windturbinen, Stromnetze, Fahrzeuge oder Energiespeicher. Hier haben wir die Innovation, dass man einfach diese Energie vorher einen Akku speichert und dann ziehen wir die Energie aus dem Akku raus. In diesem Paket haben wir 52 kW-Stunden drinnen. Das heißt, üblicherweise könnte man da, wie wir es da auch sehen bei der Feuerwehr, einen kompletten Einsatz damit abdecken und noch viel länger. Es geht auch darum, den Strom übertragen zu können und um ihn brauchbar zu machen. Wir haben weit im Norden haben wir die Energiequelle, also einen konstanten Wind. Und im Süden von Deutschland wird die Energie benötigt und dieser Strom muss eben von A nach B transportiert werden und da haben wir das Glück, dass wir mit unseren Kühler etwas dazu beitragen können. Hier gestaltet man die Zukunft mit. Das Fertigen von Technologien, die für einen sauberen Planeten sorgen oder die Herstellung von Teilen für Motorsportfahrzeuge fasziniert die stolzen Lehrlinge. Ich bin jetzt heute von der MIBA Fricktec. Wir produzieren Bremsbeläge, Kupplungsbeläge für Flugzeuge, Traktoren, Autos und so weiter. Also alles, was von A nach B bewegt, da sind unsere Teile mit drinnen. Für uns ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wir die Zukunft in der Jugend sehen. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Jugendliche bei uns in Ausbildung. In Summe so im Schnitt 25 pro Jahr, die bei uns hier in Oberösterreich eine Lehre starten, in unterschiedlichen Lehrberufen. Darauf sind wir stolz und das leben wir ganz, ganz bewusst und daher haben wir heute diesen Tag auch ganz bewusst mit den Lehrlingen verbunden. Und genau deswegen nimmt die MIBA jetzt rund 12 Millionen Euro in die Hand und investiert in ein neues und modernes Aus- und Weiterbildungszentrum. Wir wollen unseren jungen Leuten eine Ausbildung geben für ihren Beruf, aber auch unseren Fachkräften eine Möglichkeit zu bieten, sich weiterzubilden. Dass wir gerade vor 2 Monaten einen Spatenstich hier gemacht haben für ein völlig neues Aus- und Weiterbildungszentrum, die Base 27, wie sie heißen wird. Modern und am Puls der Zeit. Das war die MIBA-Nacht der Innovationen. Mehr Industriekultur als beim folgenden Unternehmen geht eigentlich gar nicht. Die Rede ist von der Salinen Austria AG in Ebensee, denn schließlich wird seit bewiesenermaßen 7000 Jahren Salz in Hallstatt abgebaut.
Die Salinen Austria AG in Ebensee ist die einzige Saline in Österreich und produziert rund 1,2 Millionen Tonnen Siedesalz pro Jahr. Abgebaut wird in Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl. Per Pipelines wird die Sole ins Ebenseer Werk transportiert. Dort entsteht in aufwendigen Produktionsprozessen aus der Sole das hochreine Kristallsiedesalz, wie es jeder kennt und braucht. Kein Wunder also, dass das Interesse der Besucher bei der Lange Nacht der Industriekultur sehr groß war. Gleichzeitig konnte das neue Besucherzentrum präsentiert werden. Wir laden alle ein, sich das anzuschauen, wie wird Salz produziert, weil das ist ein Produkt, was jeder natürlich in seinem Alltag jeden Tag hat. Und wir haben hier Besucherführungen, man kann sich anmelden, wir haben jetzt 12 Führungen gemacht und zukünftig wird es jetzt im Herbst 2 Führungen, Abendführungen geben, dass man sich erkundigen kann und oder auch einen Vereinsausflug machen kann und steht alles auf der Homepage. Speisesalz, Viehsalz, Gewerbesalz, Auftausalz, Pharmasalz. Wie gesagt, ohne Salz kommt niemand aus. Für die Besucher war die Werksführung eine spannende Entdeckungsreise. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Es war interessant. Ich bin das erste Mal in so einer Industrieanlage gewesen und ich finde es einfach total spannend, wie das alles verarbeitet wird. Sehr interessant, ja. Das ist wirklich gut, wenn man sowas einmal gesehen hat, wie das Ganze entsteht. Und auf dem Riesenareal, wenn man sich denkt, die einzige Saline in Österreich, nicht? Und das ist gewaltig. Der Besuch der Salinen Austria in Ebensee lohnt sich auf alle Fälle. Das Besucherzentrum steht jedem offen. Ja, meine Damen und Herren, das war schon wieder von der Langen Nacht der Industriekultur 2024. Ich hoffe, Sie fanden diese Einblicke ebenso interessant und spannend wie wir. Also, bis zum nächsten Mal.